Jo, und ganz zurück zu Schmoogio, Schmeckes hier auf der Schmoolist. Freunde, nachdem wir beim letzten Mal von Schmaden Schmooky eine Schmach reingedrückt bekommen haben, auf wirklich wundersame Art und Weise, werden wir heute versuchen, erneut das Duell nicht nur umzukehren, sondern auch zu unseren Gunsten zu entscheiden, und zwar mit Zane Truesdale. Wir schreiben hier die Geschichte neu. Eigentlich war es ja ein Unentschieden, aber heute versuchen wir mit Zane endlich den Endgegner Jaden Yuki zu besiegen. Wir gehen hier natürlich Second, denn wir spielen ein Cyber Dragon Deck gegen Schmaden Schmookys Elementarhelden, der dann auch nur 5 Karten ziehen darf. Mal sehen, was wir haben. Sieht nicht so vielversprechend aus, um ehrlich zu sein. Wir haben 2 Fusionskarten und nicht eine von 27 Cyberdrachen, die wir fusionieren könnten. Waghalsig voranstürmen. Cyber Kirin, auf jeden Fall eines der besten Cybermonster in der Geschichte von Yu-Gi-Oh! Dimensionskapsel und Schadenspolarisator. Okay, ich würde sagen, wir aktivieren auf jeden Fall Dimensionskapsel. Und da können wir eine Karte reinlegen, die dann in 2 Zügen auf unsere Hand kommt. Und ja, ist tatsächlich schwierig. Ich würde aber mal behaupten, wenn wir es schaffen, Zukunftsfusion tatsächlich zu resolven, was in diesem Modus gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dann haben wir safe gewonnen. Deshalb packen wir die da rein. Und um uns zu verteidigen, haben wir hier einen ganz, ganz mächtigen Kirin. Nicht mal der drittmächtigste Kirin in diesem Spiel. Aber was soll's. Wir beenden unseren Zug und schauen, was der gute Protagonist für uns zu bieten hat. Elemental Sparkman im Angriffsmodus. Was kommt noch? Battlephase. Das ist natürlich problematisch. Aber wir schauen, was wir hier als nächstes bekommen. Endphase. Zug ändern. Drawphase. Defusion. Oh, wir haben 3 Karten, die mit Fusion zu tun haben, aber wir haben nichts, was auch nur ansatzweise eine Fusion auslösen könnte. Das ist natürlich eine sehr interessante Kombination, also auf jeden Fall eine sehr spielbare Hand. Sieht super aus, tatsächlich, muss man sagen. Was kommt jetzt? Elementarheld Wildheart im Angriffsmodus. Battlephase. Direkter Angriff. Ja. Das sieht auf jeden Fall super aus. Also so ein Cyberdrache als Topdeck, das hätte schon was. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ah, wir ziehen noch eine Fusionskarte. Das ist doch genau das. Also, ja. Was wir jetzt hier definitiv gebrauchen können. Ich hoffe, er fusioniert gleich irgendwas und wir können es mit Defusion ins Extra-Deck zurücklegen. Ansonsten sieht es hier gar nicht gut aus. Zukunftsfusion. Ich würde sagen, wir. Ja, mehr können wir hier nicht machen. Also, wir hoffen, dass wir den nächsten Zug überleben. Da müssen wir schauen, was wir ziehen. Hoffentlich ein Monster, hoffentlich mit ein paar Angriffspunkten. Na! Ja, das wäre auch nicht schlecht, so ein Topf der Gier, der hilft schließlich gegen jeden Vampir. Aber noch so ein zweiter Sparkman, das sieht tatsächlich gar nicht gut aus. Das sieht sehr, sehr stark nach Game aus. Clayman im Angriffsmodus. Ja, sehr spielbare Hand auf jeden Fall gehabt. Super. Finde ich klasse. Also. Ich sage euch ehrlich, jetzt kann man natürlich sagen, hätte sie nicht Zukunftsfusion reingepackt, sondern einen Cyberdrachen. Aber Real Talk, ich habe schon damit gerechnet, dass wir zumindest ein Monster ziehen. Cyberdrache an sich oder Cyberdrache 2 oder 3 hätte ja schon gereicht, ne? Weil Cyberdrache 2 hätte sich immer auf 1,8 boosten können. Cyberdrache 3 hat von Natur aus 1,8. Wir hatten ja noch Waghalsig voranstürmen, also. Ja, hätte man jetzt natürlich sagen können, wenn du in die Zukunfts-, in die Dimensionskapsel nicht Zukunftsfusion gelegt hättest, sondern Cyberdrache, dann hättest du wenigstens Monster beschwören können und der wäre da nicht drüber gekommen, aber da lag es sowieso safe Spiegelkraft. Aber ich dachte mir so, irgendein Monster werden wir doch ziehen, aber nein, bei dem guten Zane Truesdale ist das nicht so. Deshalb versuchen wir es erneut. Mal schauen, was jetzt hierbei so rumkommt. Wir gehen wieder Second, wieder in der Hoffnung, mit 6 Karten wenigstens ein Monster zu ziehen, was nicht Cyber Kirin ist. Oh, okay. Ja, das ist doch halbwegs spielbar. Jetzt haben wir aber wieder das Problem. Jetzt haben wir zu viele. Junge! Guck mal, gib mir doch einfach so eine vernünftige Mischung aus
Cyberdrachen und Fusionskarten. Gerade hatten wir nur fusionsbezogene Karten. Jetzt haben wir nur Cyberdrachen, aber keine Möglichkeit zu fusionieren. Aber gut. Ich würde sagen, als erstes können wir natürlich hier den Virtuosen höchstpersönlich als Spezialbeschwörung beschwören. Dann können wir Cyberdrachenmark als Normalbeschwörung beschwören und seinen Effekt aktivieren. Es gibt keine Karten, die ich suchen kann. Du gibst mir ein 400 ATK Normal Summon Searcher, damit ich mir Cyber-Reparaturwerkstatt vom Deck auf die Hand nehmen kann. Eine, das ist die einzige Karte, die ich suchen kann und die habe ich gezogen. Also, wozu gibst du mir ein 400 ATK Normalbeschwörung aufsaugenden Searcher, damit ich mir diese Zauberkarte suchen kann? Dieses Spiel ergibt so keinen Sinn, ne? Es macht mich wirklich wütend. Und jetzt rennen wir in die Spiegelkraft rein. Nein, doch nicht, okay. Sogar 100 ATK mehr als Clayman Death hat, okay. Da kommt der saftige Lehmkörper nicht mehr gut davon. Main Phase 2 können wir dann Defusionierung verdeckt spielen und hoffen, dass er im nächsten Zug irgendwas fusioniert und wir es mit Defusion zurück ins Deck legen und dann passt das. Wildheart rennt natürlich über unseren Cyberdrachen Mark rüber, aber im Friedhof Cyberdrache heißt. Das bedeutet, Junge, gib mir doch einfach, guck mal, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten zu defusionieren. Gib mir doch einfach eine Möglichkeit zu fusionieren. Das wäre was. So, Cyber-Reparaturwerkstatt. Füge deiner Hand ein Lichtmaschinenmonster von deinem Deck hinzu. Wähle ein Maschinenmonster in dem Friedhof, mische das gewählte Ziel ins Deck. Da würde ich fast sagen, suchen wir uns etwas. Aber was denn? Proto-Cyber, Cyber-Kirin, Cyber-Drache 3, Cyber-Drache 2. Schwierig. Schwierig. Ich würde sagen, Cyber-Drache 3. Den können wir wenigstens dazu beschwören. Beziehungsweise können wir ihn beschwören, nachdem unser Cyberdrache eine Spiegelkraft gefressen hat. Ah, hat er nicht. Okay. Dann, nevermind. Normal Summon. Nein, wir müssen nicht alle zu Stufe 5 machen, weil wir haben eh keine Xyz-Monster. Wir haben nur dreimal Cyber-End-Drache. Wir haben nicht mal Cyber-Zwillingsdrache. Das ist auch wild, aber okay. Ja, so eine Fusionskarte, also Kraftbündnis jetzt, wäre saftig. Will ich nur mal so gesagt haben. Wieso beschwört er den im Angriffsmodus? Sehr bedrohlich. Proto-Cyber-Drache. Junge, guck mal, gerade hatte ich nur Fusionskarten. Jetzt habe ich nur Cyber-Drache. Also, gib mir doch irgendwie so eine halbwegs gesunde Kombination. Aber gut, er scheint keinen mächtigen Spiegel zu haben. Dann greife ich natürlich an mit geballter Cyberpower. Aber jetzt will ich ihn auch beschwören. Den Dicken. Den Großen. Den, der das Ende bringt. Den einzig Wahren. Den Cyber-Enddrachen. Aber sieht nicht aus, als könnte Schmaden Schmooky hier noch viel machen. Er greift jetzt Cyber Phoenix wahrscheinlich an. Nein! Okay, Donnergigant. So hat's beim letzten Mal geendet. Natürlich kriegt er eine Animation. Flammflügelmann nicht. Warum auch immer. Komischste Entscheidung jemals. Warum auch immer der lila ist und nicht... Und nicht grau oder braun wie Clayman, aber ja. Ich warte mit der Defusion noch einen Moment. Ich will gucken, wen er angreift. Er greift den Cyberdrachen an. Dann mache ich da tatsächlich Defusion drauf. Hätte er jetzt Cyber Phoenix angegriffen, hätte ich das sogar durchgehen lassen, weil dann hätte ich eine Karte ziehen können. So, jetzt gib mir doch eine Fusionskarte. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Dann haben wir noch einen. Den Proto-Cyberdrachen. Haben wir hier zwei Karten verdeckt, haben nämlich keine Angst vor schlimmes Desaster. Und dann greifen wir an. Mit Cyberdrache. Und Cyberphönix. Hat er 100 Lebenspunkte.
Also voreiliges Begräbnis, Gehirnkontrolle etc. sind tot. Auch wenn er die wahrscheinlich nicht spielt. Aber jetzt gib mir doch mal... Also, wir hatten vorhin zweimal Poli plus Kraftbündnis plus Zukunftsfusion. Jetzt gib mir doch eine Fusionskarte! Ja! Was ist denn los? Was ist denn los? Bro, gib mir einfach eine Fusionskarte! Und das Ding ist, dann hat er eh... Also, die vierte Karte, die jetzt... Das ist safe Spielkraft. Safe. Safe. Ich kriege immer noch keine! Das kann doch nicht sein! Das geht nicht! Das ist physikalisch unmöglich. Das funktioniert einfach so nicht. Sparkman. Wen greift er an? Okay, er greift Cyber Phoenix an. Das lassen wir durch. Weil dann kann ich eine Karte ziehen. Ja, natürlich möchten wir den aktivieren. Oh! Oh, okay. Ja, wäre eh der nächste Top-Deck gewesen, aber... Egal. Monster-Reinkarnation, okay. Ja. Meine Damen und Herren, der Moment ist gekommen. Wir aktivieren Kraftbündnis. Und wir fusionieren... Wir haben jetzt so viele Optionen hier. Proto-Cyberdrache Nummer 1, Proto-Cyberdrache Nummer 2 und Cyberdrache 3. Drei unserer eigentlich gar nicht Cyberdrachen, aber egal, sie heißen Cyberdrache auf dem Feld. Zu dem legendären Cyber-Enddrachen im Angriffsmodus. Ey, so eine Schande, dass der keine Animation hat, ne? Das ist wirklich... Das geht gar nicht. Das geht wirklich gar nicht. Also, nee. Nee. Das funktioniert nicht. So, 8000 Angriffspunkte. Es reicht nicht zu wissen, was eine Karte kann, sondern man muss sie auch richtig ausspielen. Und das haben wir gerade getan. Wir greifen an mit 8000 Elemental Sparkman. Geht das durch? Okay. Okay, okay, okay. Weißt du was? Weißt du was? Da habe ich auch was. Ich habe meine eigene. Ich habe meine eigene. Denn wenn ich den mit meiner ins Deck lege, dann kann ich sogar die Monster beschwören. Nein, kann ich nicht. Falls das gesamte Fusionsmaterial in deinem Friedhof liegt. Ach so, ich glaube, das ist, weil die... Ja... Ich glaube, das ist, weil Proto-Cyberdrache im Friedhof nicht mehr Cyberdrache heißt. Also, Cyberdrache 3 heißt im Friedhof noch Cyberdrache, aber Proto-Cyberdrache ist im Friedhof wieder Proto-Cyberdrache und Cyber-Enddrache sagt ja, dass er spezifisch Cyberdrache als Material braucht. Ich glaube, deswegen geht das nicht. Ach Junge, ich hasse das Wording von der Karte. Lass mich in Ruhe, ich greife an! So, geht jetzt durch. Ende. Dann machen wir es halt Kampfwachenwut. Wow, jetzt wird's nochmal spannend, okay. Es erhält 1000 ATK-Monster, die durch Kampf von ihm zerstört werden, werden auf die Hand zurückgegeben, statt auf den Friedhof gelegt zu werden. Okay. Okay, du boostest den um 1000, dann booste ich meinen um 500, dann sind die beide gleich stark. Beide 2,6. Ja, jetzt wird's aber nochmal spannend. Müsste Cyberdrache nicht zurück auf die Hand kommen? Das steht da doch. Monster, die durch Kampf mit ihm zerstört werden, werden auf die Hand zurückgegeben, statt auf den Friedhof gelegt zu werden. Ja, wahrscheinlich, weil er gleichzeitig auch zerstört wurde und an Kampfwachenwut auch zerstört wurde. Das sind jetzt wieder so komische Nische-Szenarien. Ne? Jetzt gleich kommt wieder eine Wunderfusion von oben und dann ist wieder Ende. Das kannst du keinem erzählen. Egal. Endphase. Wir warten noch mit dem... Nee, warte mal. Scheiße, ich krieg 4000 Schaden. Nein! Ich wollte sagen, wir warten mit dem Cyberdrachen, weil sonst nicht, dass der gleich irgendwie... Nein! 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 Das kann doch nicht jedes Mal passieren! Ich will doch einfach nur die...
Junge, ich will einfach nur diesen Drachen beschwören und damit angreifen und damit Jade Nuki in die nächste Dimension schallern. Wieso geht das nicht? Wieso? Ist das zu viel verlangt? Wir hätten längst gewinnen können. Ich hätte 5-mal angreifen können. Junge. Oh. Ja. Gib mir wieder 7 Millionen Fusionskarten, aber kein Cyberdrachen. Was ist dieses Deck eigentlich? Können wir bitte einfach irgendwie magischer Hammer oder so bekommen oder irgendwas, damit ich meine Hand refreshen kann? Was soll das? Was ist Cyberkirin? 300 ATK, 800 Def. Ey, Junge, langsam macht's mich echt fertig. Fusionsweiser, so. Polymerisation. Dann beschwören wir Cyber Phoenix und rennen wir in den Clayman rein. Weil er da nämlich liegt mit seinen 2000 Def. Der Lehmmann, der seine Elementarhelden-Kollegen schützt, koste es, was es wolle. Main Phase 2, weil gleich nämlich die Polymerisation von oben kommt. Und dann Donnergigant, Endphase. Bitteschön, der Herr. Ey, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Zukunftsfusion. Wow. Das haben wir vorhin auch versucht, ist nicht gut geendet, aber so wie wir Legacy of the Duelist kennen, wird es bei ihm natürlich durchkommen. Und weil ich gerade natürlich Cyberdrachen brauchen würde, um weiterzukommen, haben wir natürlich Kraftbündnis gezogen. Wie sollte es auch anders sein? Wir beschwören hier auf jeden Fall Cyberdrache 2 aus folgendem Grund. Wir aktivieren seinen Effekt, zeigen eine Zauberkarte in unserer Hand vor. Er weiß, dass wir die gesearched haben durch... warte mal, was? Dann wird er zum Ende... Ach so. Er wird bis zum Ende des Zuges zu Cyberdrache. Ich dachte, dann kriegt er 300 ATK. Ist andersrum. Wenn er angreift, erhält er 300 ATK und wir können Zauber in der Hand vorzeigen und er wird zu Cyberdrache. Okay. Wie auch immer, wir greifen an mit 1500 und er wird gleich Kampfwachenwut aktivieren, dann haben beide 1,8. Ja. Wusste ich. War so klar. Aber deswegen habe ich das ja auch gemacht. So, Cyber Phoenix direkt. 1200. So. Zwei Karten geoutet. Komm, mach deine Fusion. Mach. Also jetzt nicht die mit Zukunftsfusion. Elektrum. Okay. Da hat er jetzt aber eine Menge Helden auf den Friedhof gelegt. Wer klopft da? Junge. Bro. Okay, so kann man natürlich auch direkt an den Elektrum kommen. Aber dann kriegt er gleich mit Zukunftsfusion nichts mehr. Das Gute ist, er mischt die jetzt natürlich alle ins Deck, aber der Kollege, der ist auch sofort weg. Von dem kannst du dich direkt mit verabschieden. So, damit ist Zukunftsfusion tot und Wunderfusion weg. Nix mehr, gar nichts, nada, niente. So. Aber wir haben natürlich unsere eigene Zukunftsfusion. Und sobald wir einen Cyberdrachen ziehen, ist die tot. Deshalb, ich hoffe einfach, dass wir in unserer nächsten Draw-Phase keinen Cyberdrachen ziehen. Cyberdrache 3, Cyberdrache 2, Cyberdrachen Core, alles okay. Aber wenn wir in der nächsten Draw-Phase Cyberdrache ziehen, dann haben wir nicht mehr die nötigen Materialien, um Cyber-Enddrache zu beschwören im Deck. Und dann funktioniert Zukunftsfusion nicht mehr. Nur, dass ihr das wisst. Also, in der Standby-Phase würden wir die Materialien bereits auf den Friedhof legen. Es ist wirklich nur die nächste Draw-Phase, die uns eventuell den Cyber-Drachen von oben geben könnte. Und wenn das passiert, ich schwöre, ich mache aus. Ich schwöre, ich bin raus. Ich meine es wirklich vollkommen ernst. Ich bin raus. Video für heute zu Ende. Ich drehe sogar extra Cyber Phoenix in den Verteidigungsmodus, damit die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass er über ihn drüber kommt. Weil der zieht nämlich eine Karte, wenn der stirbt. Deshalb, erzähl mir nichts, Bro. Erzähl mir nichts, Bro. 31 Karten im Deck. Die Wahrscheinlichkeit, Cyberdrache zu ziehen, liegt bei etwas unter 10%. Hä, wie kann er die jetzt noch fusionieren? Hä, er hat die doch gar nicht mehr im Friedhof. Muss er das Material nicht im Friedhof haben dafür?
Nein. Okay, Endphase. Endphase. Das ist... Oh, okay. Ich wusste Real Talk nicht, dass Zukunftsfusion so funktioniert. Ich wusste nicht, dass das geht. Also, was ich weiß ist, dass wir jetzt hier drei Cyberdrachen auf den Friedhof legen und im nächsten Zug bekommen wir einen saftigen Cyber-Enddrachen. Was ich aber nicht wusste, ist, dass die noch beschwören kann, wenn die Materialien nicht mehr im Friedhof sind. Es ist ja egal, ob die doch da liegen oder nicht. Ist ja crazy, okay. Ich dachte, das hätten die mit dem Erratum geändert. Okay. Ja, krass. Also, mir war durchaus bewusst, wenn man Zukunftsfusion zerstört, dass dann das Fusionsmonster nicht mehr kommt, aber... Okay, krass. Ja, krass. Was soll man dazu sagen? Ich würde sagen, wir spielen unseren Cyber Kirin verdeckt. Und spielen hier noch unsere wunderschöne Defusionierung verdeckt. Und beenden unseren Zug. Das ist ja ganz wild. Main-Phase ist gleich zu Ende. Battle-Phase. Battle-Phase läuft. Ja, ist okay. Ist okay. So. Defusion. Auf den Kollegen. Es geht aber nur, wenn er durch einen Karteneffekt zerstört wird. Das heißt, wenn ich Wildheart durch Kampf zerstöre, passiert nichts. So, Zukunftsfusion. Fusioniert endlich unsere drei Cyberdrachen zum legendären Cyber-Enddrachen im Angriffsmodus. So. Und dann würde ich sagen, beschwören wir unseren Cyberdrachen 2. Und wir gehen in die Battle-Phase. Den hier will ich einfach überrennen, einfach aufgrund der Tatsache, dass mir Zyklon-Bumerang ein bisschen Angst macht. Weil wenn Zyklon-Bumerang Zukunftsfusion zerstört, ist Cyber-Enddrache weg. Und dann gucken wir mal, ob wir hier drüber kommen, aber da liegt safe ein Clayman. Da liegt ein Clayman, natürlich liegt da ein Clayman. So, 200 Schaden. Endphase. Nächsten Zug, Normal Summon, Cyber-Dragon Core. Effekt, Search, hier, wie heißt sie? Cyber-Reparaturwerkstatt. Cyber-Reparaturwerkstatt, Search, Cyber-Dragon. Und dann haben wir gewonnen. So. Cyber-Dragon Core. Effekt. Holen wir uns die eine Karte, die wir uns vom Deck auf die Hand nehmen kann. Cyber-Reparaturwerkstatt. Dann aktivieren wir diese. Und wir fügen unserer Hand ein Lichtmaschine-Monster vom Deck hinzu. Wir könnten sogar beide Effekte nutzen. Ja, dann machen wir das. So, wir mischen erst hier unseren Cyberdrachen ins Deck. Ach nee, das geht gar nicht so. Ich dachte, der geht dann ins Deck und dann kann ich ihn mir auf die Hand holen. Das funktioniert nicht. Okay, schade. Ja, dann müssen wir was anderes machen. Dann holen wir uns Cyber Dragon Dre. Dann können wir leider doch nicht fusionieren. Ja. 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 Wir können mit Cyber Enddrache den Clayman angreifen. Wir können mit Cyber Dragon Core direkt angreifen. Und mit Cyber Drache 2. Dann gehen wir in die Main Phase 2. Spielen ein Monster verdeckt.
eine Karte verdeckt und beenden unseren Zug. Ich hoffe, dass er einfach was verdeckt spielt. Nicht über Cyber Dragon Core oder Cyber Dragon 2 drüber. Junge. Kannst du mal aufhören, so krasse Top-Decks zu haben? Kannst du mal aufhören damit? Warum hat der Top-Deck hier elegant rote Dreh? Ja, okay. Super. So. Nein! Das passiert jedes Mal. Das passiert jedes Mal. Jedes Mal denkt man sich, warum hat er den verdeckt gespielt? In Death? Elementarheld Donnergigant in Death. Warum hast du nicht den Clayman verdeckt gelassen? 2000. Ja, ganz, 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 ganz wilde Sachen, die sich hier ereignen. Aber gut, was ziehen wir? Oh, es ist perfekt, okay. Es ist perfekt. Es ist der eine Cyberdrache. Der eine unter 24 Karten. Und jetzt, meine Damen und Herren, beenden wir es auf die eine Art und Weise, wie es jemals hätte beendet werden sollen. Natürlich haben wir bereits einen Cyber-Enddrachen auf dem Feld, aber es ist kein richtiger Cyber-Enddrache, wenn er nicht beschworen wurde mit Kraftbündnis. Deshalb fusionieren wir Cyber Dragon Core, Cyber Dragon 3 und den originalen Cyber zu dem Drachen und beschwören erneut Cyber-Enddrache. Diesmal ist er so krass, dass er sogar in der Extra-Monster-Zone liegt. Einfach nur, um zu signalisieren, er steht über allen anderen Monstern, die wir zur Verfügung haben. Selbst über dem anderen Cyber-Enddrachen, denn der hat einfach 8000 Angriffspunkte. Und jetzt, Cyber-Enddrache, beende dieses Duell! Boom! Junge, endlich! Endlich! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft, wir haben ihn vom Thron gestoßen. Kraftbündnis. Endlich durchgekommen. Cyber-Enddrache, 8000 ATK, durchschlagender Kampfschaden. Genauso und nicht anders. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls dem so ist, aktiviert eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben. Und ich will sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.